So, jetzt aber hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Feed the Beast. Ja, eben hat mein Telefon geklingelt, deswegen muss ich gerade eine zweite Aufnahme starten. Ja, naja, ist ja egal. Also, ich begrüße euch zurück zum Let's Play Feed the Beast und wir gehen mal auf den Server. Ich habe Angst, muss ich ehrlich sagen, weil Purple und Sonnenclub Creepy haben schon Andeutungen gemacht, dass irgendwas passiert ist mit meinem Haus. Ist die Folge von Samstag jetzt. Okay, ist irgendwas passiert? Ist hier irgendwas? Also haben gesagt, haben irgendwas in der Aufnahme gemacht. Okay, also hier, okay. Also hier war was weggesprengt wahrscheinlich, weil hier ist Erde. Okay. Okay, die Solarpanels haben sie nicht zugebaut. Also haben Strom abgekapselt. Okay. Man muss ja immer mal gucken, ne? Nicht, dass die hier gleich wieder alles. Das muss man doch merken hier. Das merkt man doch, wenn hier der Strom da so ein Ding fehlt. Ich glaube, ich werde mir auch gleich mal Glasfaserkabel machen. Ich habe noch Silber oben, ne? Dann machen wir es gleich mal mit Glasfaserkabel jetzt. Ist hier oben irgendwas? Sind alle richtig rum? Oh Gott! Oh Gott, okay. Sie haben alle meine Items in Nuggets gecraftet. Das ist aber sehr nett von ihnen. Solange sie mir nichts aus den Chests genommen haben, bin ich zufrieden. Und sie haben mir meine Erfahrungspunkte geklaut. Yay! Ich muss das besser verstecken. Das ist jetzt natürlich super. Oh, na gut. Ich habe schon mit sowas Ähnlichem gerechnet. Sie haben noch gesagt, irgendwo war noch ein Creeper hochgegangen. Na, mal gucken. Hier? Nein. Okay, hier drüben ist Erde. Wahrscheinlich hier drüben nochmal. Also ich habe ernsthaft. Ich habe Angst, dass sie noch irgendwo was versteckt haben. Ah, das werde ich noch finden. Oh, was hat meine Sentry nicht angerufen? Jetzt, okay, haben sie mir Strom geklaut? Ne, Strom haben sie mir nicht geklaut. Sie haben nur da unten das kaputt gemacht. So, dann ich pack das mal kurz alles hier in die Kiste rein. Ist ja im Endeffekt komplett egal. Und dann tue ich jetzt erstmal hier das ganze Zeug wieder. Ey, du kannst mich doch verarschen. Ah, ups. What the fuck, wo habe ich drauf geklickt? So, dann. Achso, Quark, ich brauche eine Werkbank. Sonst nützt mir das gerade nichts. Ah! Hallo? Ja, okay. Komm, mein Gott, ja, ist okay, ist okay. Mal das mal kurz so. Dann gucken wir mal, wie das gecraftet wird. Dann machen wir. Ne? Achso, weißt du. Ah, ich habe schon was drin. Dann machen wir es anders. So, Copper-Ingot reingelegt, schwupp, Copper-Ingot reingelegt, schwupp, Copper-Ingot reingelegt, schwupp. So, für alle, die interessiert, wie ich das jetzt gemacht habe, es ist einfach nur, wenn ihr das Crafting-Set offen habt und dann Shift gedrückt haltet und dann hier auf das Fragezeichen macht, dann legt ihr automatisch alles rein. So. Ich finde es gerade wirklich nett von ihnen, was sie da gemacht haben. Aber ich bin froh, dass sie wenigstens die korrekte Anzahl noch gelassen haben. Ich hätte ihnen jetzt wirklich zugetraut, dass sie. Ups. Dass sie mir das. Willst du mich verarschen? Und da gibt es noch ein anderes. Ah, okay. Dass sie mir das ganze Zeug. Von dem ganzen Zeug eins irgendwie wegnehmen, dass ich dann irgendwie noch 8 Ingots übrig habe. Haben sie zum Glück nicht gemacht. So, Goldbaum. Gut. Ich glaube, das war jetzt alles, ne? So, nehme ich mal Silber gleich mit. Habe ich noch Glas hier irgendwo? 5 Stück, die reichen nicht. Glass Paints kann ich kein Glas machen, ne?
Ah, verdammt, dann müssen wir noch kurz. Aber wir haben doch hier den lustigen Stab, oder ich nehme einfach die Force mit. Hier schnell. Ah ja, okay. So, ich finde es sogar schön, dass es beleuchtet haben. Ich gucke mir das dann mal in der Nacht an. Und sogar unterstrichen, ich glaube es ja nicht. So, und jetzt, ich erinnere noch mal an ihre Worte. Wenn... Was, wie hieß es? Wenn wir nicht im Let's Play sind, mob ich sie. Ja. Ich sehe es. Aber wir lassen uns was Schönes einfallen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, bitte. Was ich denn machen soll, um denen das jetzt mal heimzuzahlen, was die hier so gemacht haben. Weil kleine Streiche sind ja erlaubt. Die Frage ist nur, wie rächen wir diese kleinen Streicher? Den hier, da denke ich mir noch selber was aus, aber beim nächsten wäre es wirklich schön, wenn ihr vielleicht in die Kommentare schreiben würdet, was ich mal machen soll, um ja, mich halt bei ihnen zu rächen, wenn sowas nochmal passiert. Oder allgemein, um einfach mal sie zu trollen oder sonst was. Keine Ahnung. Ah, ich überlege schon die ganze Zeit, was ich mache. Ich hatte ja schon im Vorhinein, im Voraus was mir überlegt. Ich wusste aber nicht, was passieren wird. Und deswegen war ich dann noch nicht so entschlossen, ob ich das dann nun so mache, wie ich jetzt es vorhatte. Ich noch einen Sand. Komm, ein Sand noch irgendwo. Ach, haben wir noch. Guck mal. So, gut, dann weg. Oh, das war einer zu viel. Gut, alles klar. Dann nehme ich mal hier das Sand raus und mache mal kurz Glasfaserkabel. Ach, guck mal, so meine Kisten aufgeräumt. Na, Dankeschön. Fehlt da irgendwas? Bin da irgendwas rausgenommen? Das Gefühl, die haben irgendwas rausgenommen. Ich weiß es mir nicht. So, nochmal. Ich will nochmal machen. Aber gleich. Bitteschön. Also, ich hatte eine Idee, aber ich will die jetzt noch nicht so richtig äußern, denn ich habe das Gefühl, die anderen werden sich das dann gleich merken und werden da Vorkehrungen treffen. Und deswegen werde ich das mal noch nicht so verkünden. So, wir setzen jetzt mal hier das ganze Copper-Cable. Komm ich gar nicht hin. So. Gut, ja, wie ihr vielleicht gesehen habt, in der letzten Folge haben wir dann den Stab der Grabung dann erforscht. Oder den Wand of Excavation, wie er auch heißt. Und ich lasse das Chargepad jetzt parallel laden und nicht mehr hier durch dieses Ding nur. Das heißt, wenn das Teil voll ist, dann lädt sich das Chargepad. Weil es ist nur ein normales, deswegen brauche ich das immer nicht so. So, aber ich glaube, sie haben mir das Copper Cable sogar reingelegt. Oder hatte ich das noch? Ich bin mir nicht sicher gerade. Aber ich habe auch. Ups. Na. So, das reicht genau für das hier. So, 3, 4, 5. Und alles ausgebaut. Und wir haben wieder ein bisschen Kupferkabel. Schön. So. Ja, wir müssen das immer auch schöner bauen. Das gefällt mir im Moment noch nicht so. Ich weiß immer noch nicht, was die ganzen Dinger hier machen. Stärke und Abbauermüdung. Okay. Kann man das irgendwas Tolles machen? Komm, es muss doch irgendwas geben, was man daraus jetzt machen kann. Kann mich verarschen. Nichts draus machen. So. A little bit Eevee, Killer Healing. Ah, also man hat ein paar Sekunden Vergiftung und dann ein paar Sekunden Regeneration. Okay. Interessant, interessant, interessant sind die dann. Gut. Also so kann ich mich nicht erinnern, dass es aussah. Das wäre mir jetzt neu, dass das so aussah.
wir haben eine neue. Dann fehlen mir zwei Stormwick, ne? Also das haben sie wirklich wunderschön wieder zusammengeschustert. Also das war anscheinend keine Absicht, was sie hier gemacht haben, hatten sie gesagt. Das ist ungeplant passiert, aber... Oh Gott. Ich glaube, ich habe noch einen Creeper gefunden. Also, oder wo ein Creeper war, habe ich was gefunden. Ich will nur mal kurz ein bisschen die Umgebung absuchen, weil ich habe das Gefühl, irgendwo ist vielleicht noch was versteckt. Das war ein Hühnchen. Ah ja. Schön mit dem Mond im Hintergrund, ne? So. Haben wir einen Screenshot gemacht. Das Thumbnail, ne? Ja, so, und damit wären auch schon wieder 11 Minuten unserer Zeit einfach mal vergeudet. Ich lege mich erstmal ins Bettchen. You may not rest now here. Irgendwo hier ist ein Creeper, ich weiß noch nicht wo. Ist der oben? Oder ist der unten drunter? Ich glaube, der ist unten drunter. Unser Schwert hat sich mittlerweile voll aufge... Der ist nicht unten drunter. Ist der wirklich oben drin? Hallo? Ja, wo ist denn der Creeper bitte? Ist der hier in der Seite? Hallo? Creeper? Hallo? Ich weiß nicht, wo der sein soll. Jetzt hab ich natürlich blöd zugebaut. Geht's mal hier so? Irgendwo? Ah! Ich glaube, ich habe es gefunden. Ich glaube, ich habe auch ihr Creeper-Loch gefunden. Ja, das ist ein Creeper-Loch. So, dann gehen wir auf ein Bettchen. Endlich. Nach irgendwie 12 Minuten. Ich hatte schon Angst, mein Haus steht nicht mehr. Aber so schlimm war es dann ja zum Glück doch nicht. Oh, das ist eine skelettende Rüstung. Eine Zombie-Rüstung. Nichts getroppt, nur. Nein, du zwingst mich dazu, alles kaputt zu machen, du Schwein. So. Ich weiß jetzt nicht, ob Purple schon... Oh, ein Kettenhemd. Das ist schön. Ob Purple, weil im normalen Feed the Beast ist ja das, der Advanced Machines Mod ist da ja eigentlich nicht mit drin. Ob Purple den jetzt schon mit reingenommen hat. Das werden wir dann mal rausfinden, weil ich wollte eigentlich gerne mal einen Rotary Macerator und sowas alles machen. Das ist ein Creeper, aber eigentlich ist hier nichts kaputt. Also ich habe es mir wirklich schlimmer vorgestellt jetzt. Laut dem, was sie erzählt haben, was sie vorhatten, naja gut. Ja, dann würde ich sagen, packe ich noch mal ein bisschen was weg und danach werden wir mal... Also, Purple hat gesagt, sein Haus ist nicht mehr da, wo es mal war. Das heißt, wir müssen suchen. Bin ich mal gespannt. Immer ein kleiner Wegmagnesser. Gut. Ich bin halt noch am überlegen, weil es gibt von Thaumcraft, die sind dann hier dazwischen, Warded Stone und sowas. Und da fehlt mir noch was für, wie heißt der Mist? Oh, sag mal, hast du es dann? Ich weiß nicht, was das Ding immer dann eine halbe Stunde lang redet. Shovel auf der Erdmover, na guck mal. Das ging aber schnell. War schon mal eine Schaufel. Na egal, ich lasse es jetzt trotzdem erstmal alles so sein, wie es ist. Ich lade nochmal Jetpack auf. Und dann würde ich sagen. Ich hatte auch einen Zauberstab.
Also Level 20 muss ich werden, dann kann ich mir meinen Stab der Grabung verzaubern, also das reicht ja eigentlich erstmal so. So, erstmal Essenz wegpacken, weil ich weiß nicht, was mich dort hinten jetzt erwarten wird. Oh, weg. Greatwood, Eimer, Pfeile, Steinschwert, was ist mit dem Steinschwert? Schere, na gut, kann man machen. Ja, und dann gucke ich erstmal, dass ich mir überlegen kann, wie ich dort praktisch was Schönes machen kann für sie, als kleine Strafe oder sowas. Ich bin noch überlegen. Also, das Schönste wäre ja, finde ich, Warded Stone. Aber ehe ich den habe, da warte ich lieber erstmal. Also das mache ich später. Vielleicht, weiß ich noch nicht. Und wenn, muss ich mir auch was Schönes überlegen. Weil nur Warded Stone hinklatschen ist auch nichts machen. Da muss schon irgendein tieferer Sinn dahinter sein. Zum Beispiel, dass ich hier, wie sie bei mir Penis geschrieben haben, dass ich das in Warded Stone mal bei ihnen mache oder so, mitten im Haus. Das wäre mal eine Idee, weil das kriegen sie nicht weg. Allerdings, wenn ich jetzt die Idee zu laut äußere, kann es ja sein, dass sie die Idee übernehmen und mich dann damit attackieren, sag ich mal. Deswegen erzähle ich das jetzt so ein bisschen im zweiten Drittel, weil ich nicht weiß, ob sie noch zugucken. Ja. Was ich jetzt noch erstmal nur so an euch, wenn ihr könnt ja unten nochmal in die Kommentare schreiben, ich habe es schon gelesen, ich soll mehr auf Solarenergie bauen, dass ich halt wirklich ja Ökostrom mache. Die Frage ist halt nur Ökostrom, okay, aber ich meine, ich will jetzt nicht 10 Folgen lang nur Solarpanels craften. Im Moment reicht der Strom und ich werde wahrscheinlich noch mal entweder einen Spot oder einen Chunkloader machen, ich weiß es noch nicht genau. Um dann halt mal dort hinten das noch zu laden und dann machen wir unterirdisch was Schönes. Ich habe ja hier schönen Stab der Grabung und sowas. Oh, und da hat sich was getan, sehe ich gerade. Ah, das Design vom Server. Hm. Ja, das hat der Sonnenclub oder Creepy oder was weiß ich von Planet Purple, der Typ da. Naja. Aber nur mal so als kleine Information, ne? Dieser Schriftzug da, den die mir da hingeklatscht haben. Das zeigt wieder mal, was sie mit dem Niveau anstellen. Das wird nicht nur geknebelt, das wird richtig gefoltert. Ah ja, aber er hat angefangen Haus zu bauen. Force Pickaxe, Diamond Pickaxe. Rainbow Speed. Gucken wir mal nach unten. Ach, guck mal. Also er hat einen Haufen Barrels gebaut. Und hier einfach mal ein bisschen Kupferkabel. Das ist wahrscheinlich das Kupferkabel von mir, was sie hingelegt haben. Okay. So, und Pirbe hat gesagt, vielleicht sind die auch alle zusammengezogen. Ich weiß das jetzt gar nicht. Sind die zusammengezogen? Also es stehen zwei Betten da, deswegen. Oder Master wohnt mit hier. Ich weiß jetzt nicht, ob Purple weggezogen ist. Ich guck mal kurz. Also hier oben ist auf jeden Fall ein Nether-Portal. Das heißt, sie waren im Nether. Und hier mal Purple sein Abteil. So. Gucken, was er so hat. Was Schuhe verzaubert, okay. Oh Mensch, Pirbel, das ist aber kaum Strom, den du hier hast. Also wir können ja einfach mal... Pass mal auf. So. Fangen wir mal an, ne? Kann man daraus eigentlich auch Nuggets machen? Ne, schade. Das hätte ich jetzt auch zu gerne gemacht. So, also was sie können, ne, kann ich schon lange. Ist ja nicht das Problem. Huch, das war zu viel. Oh Gott, nein. Jetzt darf ich suchen. Verdammt. Das war meine. Die Scherben hatte ich nicht dabei. Hatte ich das Eichenholz dabei? Ach, was weiß ich. So viel hatte ich gar nicht dabei, ne.
Angst, dass ich ihm jetzt irgendwas geschenkt habe dadurch. Durch den Fehler. Buch nicht mehr. Eieiei, das war jetzt natürlich ein schöner Fail. Ich guck mir einfach die Folge nochmal an, was ich vorher hatte und was ich jetzt habe. Vielleicht hab ich ja irgendwas übersehen. So, Rubberball. Kann man noch irgendwas Schönes verkraften? Kann man aus Emeralds was Schönes machen? Ich frage mich gerade, ob man irgendwie Items machen kann, die man natürlich leicht wieder zurückcraften kann. Das ist natürlich wichtig, weil sie haben jetzt auch nicht so viel Müll bei mir gemacht. Aber ja. So, ich guck mal kurz, wie es bei ihnen in Neta aussieht. Also wo sie sind. Ob sie vielleicht bei mir rausgekommen sind oder so. Ich glaube es nicht. So, mal gleich hier Schwert zücken. Nee, doch, sie sind bei mir rausgekommen. Okay. Aber jetzt weiß ich erstmal, wie es bei ihnen aussieht. Das heißt, ich kann mir jetzt schon mal ein bisschen was überlegen, was wir jetzt da wunderschönes machen werden. Allerdings überlege ich mir das in der nächsten Folge. Ist auch gut, dass ich jetzt wieder zu Hause bin. Und deswegen sage ich jetzt tschüss, bis zum nächsten Mal. Meine Stimme verlässt mich auch schon. Und ciao.